Nein, es ist natürlich schön, die Fassade mit dem grossen Logo. Wo wirklich auch noch immer so ein spezielles Verfahren gemacht worden ist. Und ja. Das ist meine Autobahn aus- bzw. Einfahrt, die ich noch häufig brauche, weil ich hier in Wipklingen wohne. Also, darum sehe ich immer, ob da gut geschafft wird oder nicht. Aber ja, nein, natürlich, also es wächst. Die riesige Baustelle und das Megaprojekt, das jetzt hier realisiert wird, ist natürlich also sensationell für Zürich und fürs Hockey da. So ein Tempel, wo man nicht immer zügeln muss, wo man wirklich auch mal zuhause nennen kann. Wo man nicht muss nach dem Match wieder raus, also nach dem Heimmatch wieder raus oder vor dem Heimmatch wieder reinzügeln muss. Und darum ist das natürlich schon eine super Ausgangslage für das Zürcher Eishockey oder Stadt Zürcher Eishockey. Und ich hoffe natürlich schon, dass es da nochmal einen Schub geben wird. Ich glaube, das muss vor allem sein. Also eben, dass es eigentlich so ein bisschen Bastion kann werden kann, wo man wirklich, ich kann sagen, das ist unser Zuhause. Und wenn wir da etwas möchte gewinnen, dann muss man alles so begeben. Sehr poetisch.